Ja, hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Doodle Jump. Ja, es ist ein für den PC, diesmal jetzt an der Maus, hoffe ich. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Mit Doodle Jump. Ich weiß, es gibt es eigentlich nur fürs Smartphone, iPad, iPod, iPhone, Hühnerei, Frühstücksei, was auch immer. Dass es eigentlich schon dafür gibt, weiß ich. Aber. Aber dieses Spiel, ne? Ja, wisst Bescheid. Dieses Spiel ist kein Hack. Kein Hack bedeutet, das Spiel ist nicht manipuliert worden. Das Spiel ist extra für den PC entwickelt worden. Es ist kein Hack. Es hat ein Typ, dessen Namen ich nicht aussprechen darf, weil ich ihn einfach nicht mehr weiß. Er hat sich gedacht, es ist doch doof, wenn nur die im Smartphone das spielen dürfen. Smartphone, iPad, Frühstücksei und sowas halt. Nur die das spielen dürfen. Und deswegen hat er das entwickelt. Also so hat mir der Typ das gesagt, das Video, der es mir gezeigt hat. Deswegen wird ein Link davon in der Beschreibung sein, wo ihr es euch einfach downloaden könnt. Und dann könnt ihr euch überzeugen. Es ist ganz einfach. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video davon. Und lade das vor dem Scheißvideo auch. Ja, das wird von der Idee sein. Und ja, ich weiß, mein Name ist sehr, klingt sehr geklaut. Aber in ein paar Jahren meiner Ausbildung, also in ein paar Jahren eures Lebens und meiner Ausbildung Jahre später, werdet ihr sehen, warum ich diesen Namen trage. Ihr Bank. Wer öfters mal den Typen, weil also wer den Menschen Cyberpunk kennt, der weiß jetzt, was ich als Hobby mache. Also als Hobby ist halt Beruf, sagen wir so. Denn ich verrate es nicht. Aber ihr werdet es ja spätestens sehen. Also wenn ihr regelmäßig die Sendung auf Foto 1 schaut. Und nicht diese Sendung nach 0 Uhr. Dann die Sendung vor 0 Uhr. Und zwar, ich glaube, immer samstags. Ja, immer samstags. Von 22 bis 23 Uhr auf 1. Und in ein paar Jahren werdet ihr sehen. Werdet ihr mein wahres Aussehen sehen. Ja, ist genau so. In ein paar Jahren werdet ihr mein wahres Aussehen sehen. So. Jetzt ist es raus. Dass ich in Wrestler bin. Ja, okay, ich zock Doodle Jump und zwar erkläre ich euch jetzt mal die einzelnen Features. Bonus. Und auch Fallen. Also, wenn ihr gesehen habt, ich springe auch mit der Maus steuere ich das Ganze so rum. Und dann fliege ich runter und dann bin ich tot. Die blauen, die grünen Blocks sind ganz normal. Hier unten ist immer noch der Boden. So, jetzt, aber jetzt war ich schon runter. Und die grünen Blocks sind normal. Man springt ein Stück hoch, die Trampolins, dann dreht man sich. Die blauen bewegen sich rüber, die grünen brechen. Die braunen brechen. Die bewegen sich hoch und runter. Und jetzt kommen wir gleich zu den Springstiefeln. Wenn ich auf die. Na, schade, Wahnsinn.
Wenn ich hier die Maus, wenn ich die Maus, linke Maustaste drücke, dann geht's los. Und das sind die Springstiefel, da springe ich etwas höher. Immer halt, also mit Federn halt. Also ich nenne sie immer Springstiefel, wie sie wirklich heißen. Weiß ich nicht. Da drüben ist die, wie ich nenne, Fruchtblase, aber ist eigentlich eine Schutzblase. Wieso, weiß ich eigentlich gar nicht. Und da bin ich auch tot. Ja, der Part soll jetzt nicht allzu lang werden. Weil Doodle Jump ist ja auch nicht so das Game, wo man sagt, geil, geil, bis zu Ende, bis zu Ende. Was bei Doodle Jump auch gar nicht geht. Da es ein Ende bei Doodle Jump auch nicht gibt. Ups. Da drüben liegt die Mütze, die Überfliegermütze. Wie so ein Helikopter. Pff, kann ich auch noch steuern. So. Dann gibt es noch die. Das, wenn ihr das gleich sehen werdet. Der, die das, zu dem Kuh. Wer das kennt von Total. Na. Diese Sprungfedern, die bestimmt auch bald kommen werden. Da springt man. Das ist ein Sprungfeder, die. Ja, sowas. Ja. Und bumm. Big Sugar, ja. Bumm. Das Trampolin. Die Fruchtblase war dort unten wieder. Und jetzt geht's los. Das ist Jetpack. Jetpack. Ne, Backpack. Das Weiße sind das, die verschwinden. Also das ist ein Block und der ist dann halt weg, oder? Was auch immer. Das sind halt weg. Blö, im Gegensatz zu Braun, die verschwinden gleich. Und der ist bis immer nutzbar. Jetpack. Also ihr merkt schon, Jetpack und Überfliegermütze sind sehr, sehr selten. Und dafür aber auch sehr gut. Trampolin. Ah. Das ist gut. Vielleicht haben wir sogar hoch bis zum UFO. 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 Da kommt dann halt so ein UFO. UFO. Ja, habt ihr es gesehen? Vielleicht kurz. UFO. Ja, damit ist eigentlich auch schon fast alles von dem Spiel erklärt. Bis auf. Schlösser, da verschwindet man drin und ist weg. Ja. Was gibt's dazu noch zu sagen? Und damit war's es eigentlich. Und damit sage ich Tschüss. Und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier bei mir. I. M. Punk. Ciao, ciao.